Hallo, guten Morgen, geliebtes Wesen. Ja, wir sind das ganze herrliche, heilige Selbst, ewig. Ewig, ewig im Vater geblieben. Und jetzt erinnern wir uns wieder, dass wir das schönste und herrlichste Wesen sind, unbegrenzt und ganz. Ja, Liebes, nur in unserer Ganzheit können wir überhaupt die Gaben Gottes erfahren. Und wenn es da heißt, dass unsere Funktion Freude und Glück bedeutet, dann können wir die nur erfüllen, wenn wir unsere Ganzheit annehmen, unsere Herrlichkeit, das Licht der Welt zu sein, eins mit dem Vater. Ja, wir sind der Himmel im Himmel. Was ist der Himmel? Das ist das Einssein von dir, dem Heiligen Sohn Gottes, mit dem Vater. Du hörst dieses Rauschen wahrscheinlich im Hintergrund. Hier ist ein Mordsturm in Teneriffa. Aber das macht nichts. Wir sind die Stille und die Liebe und die Freude im Herzen des Vaters. Okay, heute also die 82. Lektion. Ich rufe sie mal auf. Heute wollen wir die folgenden Gedanken wiederholen. Das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Das war die 63. Lektion, die wir gelernt haben. Das Licht der Welt, was wir ja sind, bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Meine Vergebung ist das Mittel, mit dem das Licht der Welt durch mich Ausdruck findet. Also in meiner Vergebung, was mache ich da? In meiner Vergebung hebe ich alles auf durch die Wirklichkeit meines Seins im Vater. Ich bin Licht und Liebe, die Ganzheit. Und alles, was ich gemacht habe aus der Idee der Trennung, die ganzen Bilder, die lasse ich im Licht vergehen. Also ich sehe meinen Bruder in seiner Herrlichkeit und Ganzheit hinter seiner körperlichen Erscheinung sozusagen. Ich schaue in seinen Geist und verbinde mich mit meinem Geist, mit seinem Geist, so wie uns der Vater erschaffen hat, als eins. Das ist meine Vergebung. Also ist sie natürlich das Mittel, mit dem das Licht der Welt durch mich Ausdruck findet. Denn ich leuchte als in der Ganzheit des ganzen Lichtes in deinen Geist und du in meinen. Und das ist unsere Vergebung. Und wir vereinen uns in diesem einem Licht. Richtiger, wir anerkennen, dass wir eins sind. Wir sind vereint in einem Geist. Wir sind vereint in einem Selbst, vereint mit unserem Schöpfer. Und ich ehre dich dafür, was du bist. Und du ehrst mich dafür, was du bist. Und der Vater liebt uns als eins. Ja. Meine Vergebung ist das Mittel, durch das die Welt geheilt wird, mit mir gemeinsam. Also alles, was wir gemacht haben aus der Idee der Trennung, das ist ja alles entstanden aus Angst, Hass und Schuld. Das lassen wir alles los. Wir verlernen die Welt, die wir erfunden haben, die ohne Liebe gemacht wurde, und lassen die Welt der Liebe in unserem Geist aufdämmern. Lass mich also der Welt vergeben, auf dass sie geheilt werde mit mir gemeinsam. Ich lese das nochmal. Also das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Ja, meine Vergebung ist das Mittel, mit dem das Licht der Welt durch mich Ausdruck findet. In meiner Ganzheit, das muss ich immer wieder betonen. Ich kann nur in der Ganzheit vergeben. Als Menschen können wir gar nicht vergeben. Meine Vergebung ist das Mittel, wodurch ich mir des Lichtes der Welt in mir bewusst werde. Ja, wenn ich das Licht in dir sehe, die Herrlichkeit des Gottessehens, dann erkenne ich mich. Meine Vergebung ist das Mittel, durch das die Welt geheilt wird mit mir gemeinsam. Ich sehe also die geheilte Schöpfung in dir und in jedem. Lass mich also der Welt vergeben, auf dass sie geheilt werde mit mir gemeinsam. Ja, was ist die wirkliche Welt? Ein Christus. Und darum ist auch die Schau, nur den Christus zu sehen, hinter allen Erscheinungen das Licht zu sehen, die Liebe, die Freude, die Ganzheit. Hier einige Vorschläge für konkrete Anwendungsformen dieses Gedankens. Lass Frieden von meinem Geist zu deinem Name ausdehnen. Ja,
Ich teile das Licht der Welt mit dir, Name. Also jeder Bruder ist Teil von mir und Teil von Gott. Und indem ich ihn so wahrnehme, heile ich mich und die Welt. Durch meine Vergebung kann ich dies so sehen, wie es ist. Ja, denn alles, was ich erfunden habe, Männer, Frauen, Kinder, Bäume, Hunde, Katzen, Häuser, sind ja nur Bilder und haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Die ein heiliges Selbst ist, das wir alle gemeinsam teilen. Ja, der zweite Teil, dann ab mittags, lass mich meine Funktion nicht vergessen. Das war die Lektion 64. Ich möchte meine Funktion nicht vergessen, weil ich mich an mein Selbst erinnern möchte. Also meine Funktion, meine wahre Funktion und meine wahre Identität sind sozusagen eins. Mein Selbst, mir vom Vater gegeben, wenn ich das anerkenne, anerkenne ich das für jedes Lebewesen an. Und das ist meine Funktion und das macht mich unendlich glücklich. Denn in diesem Einssein liegt alle Freude, alle Liebe und alles Glück. Also ich möchte meine Funktion nicht vergessen, weil ich mich an mein Selbst erinnern möchte. Ich kann meine Funktion nicht erfüllen, wenn ich sie vergesse, logisch. Also was muss ich tun? Mich immer wieder an mein Selbst erinnern und an meine Ganzheit erinnern. Und wenn ich meine Funktion nicht erfülle, erfahre ich die Freude nicht, die Gott für mich bestimmt hat. Wir haben ja auch gelernt, meine Funktion und mein Glück sind eins. Also wenn ich mich in meiner Ganzheit als das Heilige Selbst im Vater akzeptiere und das auf dich ausdehne oder dich so anerkenne, wie du wirklich bist, dann sind wir eins im Vater und sind in der Freude. Das ist die Liebe. Die Liebe gibt immer jedem alles. Der Vater hat sich ausgedehnt zu mir als seinen einen heiligen Sohn. Und das ist meine Ganzheit, die ich mit dir und allen Lebewesen teile. Das ist die ganze Heilung. Also die Welt der Trennung wird vollkommen aufgehoben im Licht des Einsseins. Lass mich meine Funktion nicht vergessen. Passende konkrete Anwendungsformen dieses Gedankens sind etwa: Lass mich dies nicht benutzen, um meine Funktion von mir zu verbergen. Also wenn ich irgendwelche Dinge, Probleme als bedeutsam erachte, dann vergesse ich meine Funktion. Ich übergebe die Situation, die problematisch zu sein scheint, und lasse im Licht der Liebe durch ein Wunder aufgehoben werden. Die Liebe heilt alles. Die Liebe löst jedes Problem und hat jedes Problem gelöst. Es gibt nur ein Problem, die Trennung. Also kann ich das im Licht da auflösen. Möchte ich dies als eine Gelegenheit nutzen? Ich möchte dies als eine Gelegenheit nutzen, um meine Funktion zu erfüllen. Ich gehe zum Beispiel in den Supermarkt und schaue auf alles, was da ist, vergeben. Dann lasse ich mich von innen führen, was ich überhaupt kaufen soll. Jeden, den ich sehe, jeden Gegenstand, jeden Menschen, alles das übersehe ich und ich sehe dahinter die Heiligkeit des einen Heiligen Gottessohns, den wir alle miteinander teilen. Ich möchte dies als eine Gelegenheit nutzen, um meine Funktion zu erfüllen. Ich kann also in jeder Situation, in der ich mich im Traum befinde, die Traumfiguren im Licht verschwinden lassen und die Ganzheit des Heiligen Sohn Gottes sehen. Und dann wird jeder zu meinem Erlöser. Dies bedroht vielleicht mein Ego, kann aber meine Funktion in keiner Weise verändern. Also wenn ich erschrocken bin über irgendetwas, ist es immer mein Ego. Das ist bedroht. Aber ich bin eins mit dir im Vater, der Heilige Sohn Gottes, jenseits von Raum und Zeit bin nie bedroht. Ist so wichtig zu verstehen, Leben gibt es nur in Gott. In Gott bin ich geblieben, als das herrliche, heilige, grenzenlos glückliche Wesen, das ich ewig bin, vom Vater erschaffen, seine Ausdehnung, seine Herrlichkeit. Und mit diesem Gewahrsein meines heiligen Selbstes, dass ich das Licht der Welt bin, das jeden Geist Frieden bringt, erinnere ich jedes Lebewesen an seine Wirklichkeit. Ja, heute bei dieser ersten Anwendung, die erste, das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Ja, was habe ich da erfahren? Erst einmal nur Freude. Aber auch ein tiefes Verstehen. Ich kann die Gaben Gottes überhaupt nur annehmen,
wenn ich mich als ganz verstehe. Also als Mensch bin ich im Defizit. Da habe ich ja sozusagen mich eingesperrt in einen Körper, bin ein Mangelwesen und will immer nur haben. Wenn ich dann bete, lieber Gott, gib mir, gib mir, gib mir, hilf mir doch, geht nicht. Diese Gebete können vom Vater nicht erhört werden, weil ich mich verleugne. Wenn ich mich öffne für meine Herrlichkeit und Ganzheit, ich bin der ganze Heilige Sohn Gottes, ich bin deine Ausdehnung, Vater, du hast mir alles gegeben und ich gehe in ein Dankgebet. Danke, Vater, dass du mir alle Liebe, allen Frieden, alles Glück gegeben hast. Danke, Vater, dass du mir alle Brüder anvertraut hast, dass ich die ganze Schöpfung bin. Auch wenn ich das noch nicht unmittelbar erfahre, aber dem ich mich bedanke und mich öffne für meine Ganzheit, dann erfülle ich meine Funktion. Das Heilige Selbst zu sein, das Licht der Welt zu sein. Und dann antwortet der Vater mit dem Heiligen Geist, mir zu zeigen, dass ich das bin, wofür ich mich bedankt habe. Es ist also kein Haben wollen, sondern ein Anerkennen dessen, was mir gehört und was ich bin. Denn meine Wirklichkeit kann sich ja nie verändern. Was Gott erschaffen hat, ist unwandelbar. Also das Licht der Welt, das ist die Ganzheit, gibt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Ja, ich sehe durch meine Vergebung in dir, geliebter Bruder, die Herrlichkeit des Gottessohnes und fühle, das ist ein Fühlen, ein sich hingeben. Ich gebe mich dir hin, im vollen Vertrauen des Einsseins in Gott. Dann wirst du für mich zum Erlöser, wie eine liebevolle, hingebungsvolle Mutter, könnte ich auch sagen, in der ich erfahre, dass ich geborgen bin. Im Vater und in dir und du in mir. Also ich, der Christus, sehe mich, den Christus, in dir und du, der Christus, siehst den Christus in mir. Und wir erfahren durch die gegenseitige Hingabe die Vollkommenheit und das Einssein voller Freude im Vater. Das ist die volle Vergebung. Es ist wunderbar, eins mit dir zu sein, glaub es mir, und eins im Vater zu sein. Das ist der Frieden. Ja, heute habe ich tief verstanden, dass nur und ausschließlich in der Ganzheit ich Gottes Liebe, Frieden, Glück erfahren kann. Nur in der Ganzheit kann ich seine Gaben annehmen und ich teile sie dann automatisch mit jedem. Und das gibt mir und allen Freude. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag voller Freude. Segen, Segen, Segen.